Mein Favorit der Messe ist der Kia Optima Hybrid. Hier hinter mir in einer super Lackierung von West Coast Customs. Das Auto hat ein wunderschönes Design vom deutschen Peter Schreier, ist technisch hervorragend und mit dem Hybridantrieb weit vorn und es ist bezahlbar. Toller Wagen. Darf ich Ihnen vorstellen, das neue Pony Car heißt natürlich nicht so, sondern tatsächlich Code 130R und ist so ein Mix zwischen Schrumpf Camaro und 1er BMW. Völlig ungewohnt und soll die 20-Jährigen jetzt abholen, die so ein Auto sich als ersten Chevy kaufen. Das wichtigste Auto hier in Detroit ist für mich der Ford Fusion. Bei uns wird er der neue Mondeo sein. Er kommt hier auf den Markt in diesem Jahr und bei uns als Mondeo im nächsten Jahr in der Mittelklasse wird sich viel tun. Von vorne sieht er aus wie ein Aston Martin und von hinten ist es schon eher das typische Ford-Heck, was wir schon vom Focus kennen. Den Mini Roadster müssen Sie sich im Prinzip überhaupt nicht genau angucken, denn der wird spätestens ab Sommer an jedem Badesee stehen. Für mich der Favorit des Sommers, der Sunny Boy. Sieht echt super aus, kommt ab März für 22.600 Euro zu uns und wird, da bin ich mir ganz sicher, das Mini Cabrio töten. Wer will dann noch Mini Cabrio fahren?